In diesem Video zeige ich dir einen genialen Trick mit dem Becher in der Mikrowelle. Schau dir das Video unbedingt einmal bis zum Ende an, denn dieses Problem kennst du wahrscheinlich auch. Du hast zwei Schalen, möchtest sie beide in die Mikrowelle packen und irgendetwas aufwärmen, doch diese dreht sich dann eben nicht mehr, weil die beiden Schalen gegenseitig sich blockieren und die Mikrowelle bzw. der Teller sich eben nicht drehen kann. Doch dafür kannst du eine herkömmliche Tasse benutzen wie diese. Denn diese stellst du jetzt in die Mikrowelle und stellst dann die Schale oben drauf. So hast du nämlich etwas mehr Platz, kannst das Ganze etwas weiter nach innen schieben und schon funktioniert die Mikrowelle wieder. Für den Fall, dass die Schale, die du verwendest, jetzt natürlich dann doch etwas zu hoch ist, beziehungsweise sie durch die Tasse eben zu hoch kommt und dann doch nicht mehr reinpasst, kannst du natürlich auch irgendetwas Kleineres nehmen, wie eine solche kleine Schale anstatt eine Tasse. Und kannst deine Schüssel dann auf diese stellen. So sorgst du eben einfach dafür, dass die andere Schale etwas weiter nach oben steht. Du kannst die dichter an die zweite schieben und schon sollte sich in der Mikrowelle alles wieder drehen und du kannst zwei Schalen gleichzeitig erwärmen. Ich verlinke dir oben rechts in der Infobox noch ein Video, wo ich dir auch einen Trick zeige, den nur wenige Leute kennen, mit Eiern. Schau dir diesen doch auch unbedingt einmal an. Wenn dir dieses Video geholfen hat, würde ich mich jetzt außerdem über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch in die Kommentare, ob du diesen Trick schon kanntest oder wie du das Problem sonst immer löst. Und vergiss auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.